Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende Entwurf lässt nicht nur bildungspolitische Perspektive und Gestaltungswillen vermissen, die er Aulet richtig dargestellt hat, er mogelt sich auch um entscheidende Fragen herum. Besonders deutlich wird das in zwei Punkten, nämlich am Umgang mit dem Thema Inklusion und der räumlichen Situation, nicht nur, aber besonders in den Kasseler Gesamtschulen. Es stimmt einfach, was schon der Stadtelternbeirat in seiner kritischen Stellungnahme schrieb: Das Schließen von Förderschulen ist keine Inklusion. Mit der sich in den Datenblättern stets wiederholenden pauschalen Aussage, die Schule XY arbeitet inklusiv, ist nicht viel anzufangen, wenn nicht konkret benannt wird, was das jeweils eigentlich konkret an den Schulen bedeutet. Und das erfahren wir leider nicht. Dabei bleibt leider auch völlig außer Acht gelassen, wer die Hauptlast der zu bewältigenden Anforderungen trägt. Und dazu passt auch ganz gut der in letzter Zeit oft wiederholte Gemeindeplatz, dass Inklusion ja nicht nur in Gesamtschulen, in vermeintlichen sozialen Brennpunkten stattfindet, sondern längst auch an den Kasseler Gymnasien. Im letzten Schulausschuss wollte ich dann zu werden, in Datenblättern der Gymnasien monoton zu finden, denn Floskel XY ist ein inklusiv arbeitendes Gymnasium, weil ein paar konkrete Zahlen zu den inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern an den Kasseler Gymnasien haben. Und da wurde mir dann aus Datenschutzgründen die Antwort verweigert mit der Begründung, bei Zahlen unter 5 Schülerinnen könnte die Zahlenangabe Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen zulassen. Im Klartext, das Etikett inklusiv arbeitendes Gymnasium ist eine inhaltslose Worthülse, die mit der Realität kaum etwas gemeint hat. Moderner und inklusiver Unterricht braucht ein anderes Raumkonzept, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber konkrete Perspektiven und Lösungsansätze hierfür werden eben nicht benannt. Ja, schlimmer noch, es ist an einigen Stellen von einer Doppelnutzung von Räumen die Rede, von der Umwidmung von Fachräumen zu Klassenzimmern. Die allgemeine Raumnot soll also mit größeren Lerngruppen und einem Verlust an Möglichkeiten zur flexiblen Unterrichtsgestaltung bewältigt werden. Das finde ich nicht hinnehmbar. Ich würde von einem Schulentwicklungsplan auch eine Bestandsaufnahme der räumlichen Situation erwarten, sowie eine Vorstellung davon, mit welchen Ressourcen eigentlich der bestehende Sanierungsstau abgearbeitet und wie eine angemessene, heutigen Anforderungen entsprechende Raumnutzung verwirklicht werden soll. Davon findet sich aber in diesem Entwurf nichts Greifbares. Und das ist nicht nur von dem Hintergrund eines 144 Millionen Euro hohen Investitionsrückstandes brisant, sondern auch, wenn man bedenkt, dass in den nächsten Jahren vor allem die Grundschulen sowie sukzessive dann eben auch etliche weiterführende Schulen aus den Nähten platzen werden. Dass wir diesem Entwurf so nicht zustimmen können und angesichts der riesigen unbearbeiteten Baustellen auch keine Grundlage sehen, mit einzelnen Änderungsanträgen noch etwas daran zu verbessern, dürfte wohl klar sein.